In diesem Video stelle ich euch die Venator-Kreuzer vor, die die Republik im Laufe der Klonkriege einsetzte und die vor allem von Jedi-Generälen als Einsatzschiffe genutzt wurden. Da es im Kanon nicht so viele Informationen über die Schiffe gibt, ist dieses Video Legends. Die Venator-Kreuzer wurden von Lyra Blissex, später Lyra Wessex, für die Republik entworfen. Wessex wurde später auch die Designerin der Sternzerstörer der Imperiums- und Executor-Klassen. Zusammen mit einem Team bei den Kuat-Triebwerkswerften designte sie das Schiff, was dann später auch dort in Masse für die Republik hergestellt wurde. Die Venator-Kreuzer waren Allrounder, die für jede Situation genutzt werden konnten. So dienten sie unter anderem auch als Fahrzeug- und Truppentransporter. Diese Truppen konnten sie dann, anders als andere Großkampfschiffe, direkt auf dem Planeten landen. Mit einer Länge von 1137 Metern war der Venator-Kreuzer nämlich eines der größten Raumschiffe, die auch für atmosphärische Operationen geeignet waren. Und sowohl auf einem Planeten landen, als auch, was noch viel wichtiger war, später wieder von dem Planeten abheben konnten. Das ersparte in vielen Fällen viele kleine Truppentransporter, die die Armee an Bord des Schiffes zum Einsatz bringen mussten und natürlich ein viel einfacheres Ziel waren als ein Venator-Kreuzer. Die Venator-Kreuzer besaßen genügend Platz, um 2000 Truppen zu transportieren und in ihren Hangar passten unter anderem 192 V-Wings oder wahlweise auch Alpha 3 V-Wings der Nimbus-Klasse, 36 ARC-170-Sternjäger, 40 LAATI-Landungsschiffe und 24 Kampfläufer. Um diese Sternjäger schnell starten und landen lassen zu können, besaßen die Venator-Kreuzer an ihrer Oberseite Tore, die sich öffnen ließen und darunter eine über einen halben Kilometer lange Landebahn freigaben. Dies hatte den Vorteil, dass die Jäger eben schneller starten und landen konnten, jedoch machte es den Venator auch unglaublich verwundbar, während diese Tore offen waren. Die Venator-Kreuzer konnten aber auch gut als Kriegsschiffe fungieren, da sie stark genug bewaffnet und gepanzert waren. Mit 8 schweren dualen Turbolasertürmen, 2 mittelschweren dualen Turbolaserkanonen, 52 Punktverteidigungstürmen und 4 Protonentorpedowerfern konnten die Venator-Kreuzer sowohl Welten des mittleren und äußeren Randes angreifen, als auch als Geleitschutz für andere Schiffe dienen. Zusätzlich waren sie schnell genug, um es mit kleineren Korvetten aufnehmen zu können. Wie die meisten anderen Kriegsschiffe ihrer Zeit auch, konnten die Venator-Kreuzer die Energie ihrer Reaktoren umverteilen, wodurch entweder die Schilde, die Antriebe oder die Turbolaser verbessert werden konnten. Eine kleine Gruppe von Venator-Kreuzern konnte mit voller Energie auf die Turbolaser so ohne Probleme ein Kampfschiff der Lucrohal-Klasse der Separatisten in wenigen Minuten auseinandernehmen. Der große Nachteil, den diese Schiffe jedoch besaßen, war, dass sie sich nur schlecht selbst versorgen konnten. Ohne Nachschub konnten Venator-Kreuzer also nicht lange ihren Missionen nachgehen. So konnten ganze Flotten sehr schnell lahmgelegt werden, wenn die Nachschubrouten für diese gestört wurden. Nach der Machtübergreifung des Imperiums mussten die Venator-Kreuzer nach und nach den Sternzerstörern der Victory und der Imperiumsklasse weichen. Jedoch nutzten viele Privatpersonen und Organisationen die Venator-Kreuzer für ihre eigenen Sachen noch Jahrzehnte nach dem Fall der Republik. Das war auch schon alles, was wir über die Venator-Kreuzer der Republik wissen. Was sagt ihr? Wie findet ihr die Venator-Kreuzer? Und über welches Raumschiff würdet ihr so ein Video demnächst gerne mal sehen? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst und auf die Glocke klickt, dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und wenn ihr jetzt noch mehr von mir sehen wollt, schaut mal bei meinem anderen Kanal Nerdbasis vorbei, bei dem es auch ein Star Wars Minecraft Let's Play gibt. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein!